Wo fahren wir hin? Auf dem Ostfjord. Ostfjord? Nee, wir fahren lieber auf der Seite. In dem Fjord vor uns. Okay. Jetzt. Hast du da ernsthaft? Ja, sicher. Willst du haben? Der Po muss sauber. Ach so. Das ist ja geil. Heute wird eine kleine 1. Der erste heute, hä? Ja. Ja. Ja, hier ist ein bisschen Anzeige ist hier. Hauptsache ist Fisch. Hauptsache Fisch. Hauptsache ist Fisch. Angeln. Direkt runtergelassen und sofort reingebissen. Der will nicht kommen. Der ist aber ganz schön leicht. Vielleicht ist es ein Seelachs. Mal gucken. Ein kleiner Seelachs. Ab. Ab? Ja, ab. Nee. Oh. Ich hatte das Gefühl, der war ab. Nee. Da. Pollack. Für die Küche. Pollack. Yay. Klasse. Das ist ein schöner Küchenpollack. Kaum runtergelassen von einem dran. Dorsch? Ja. Ja, Dorsch. Ja, auf jeden Fall Dorsch. Nehmen wir den mit, Papa? Ich würde sagen, vielleicht nicht. Nicht? Ich würde den zurücksetzen. Tschüss. Hat sich schon erledigt. Ist auch gleich wieder los, ne? Ja, okay. Riesenfisch. Vielleicht. Schöne Größe. Läng? Lang? Ja, schön! Hast du das Bild? Ja. Vielleicht Küchendorsch. Der Küchendorsch putzt immer die Küche. Der putzt die Küche? Ja. Das ist ein Pollack. Pollack? Ja. Küchenpollack, glaube ich, oder? Der sieht super aus. Das ist ein Küchenpollack. Hui! Jo, also Fisch ist schwierig heute. Ist glaube ich zu warm. Irgendwie wird das nix. 1000 Stellen angefahren, keinen Fisch zu finden. Oder die haben keinen Bock. Und deswegen gehen wir jetzt baden. So, wir waren jetzt baden und wir haben gegrillt. Und jetzt ist die Sonne weg. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Wir fahren jetzt zusammen mit. Wir sind heute Special Guest. Wir fahren bei meinem Bruder und meinem Vater mit. Die sind nämlich auch hier. Und ich bringe noch kurz den Müll weg. Ja, das muss ich jetzt machen. Ich habe noch nicht so viel gefilmt heute. Und noch nicht so viel gefangen heute. Also es gibt auch die schönen abendlichen Seiten. Du fährst nicht, ne? Nein. Nee. Der Hand über den Bobbes. Das musst du wieder rauslöschen. Das überlege ich. Outtex. Welche Angel willst du denn jetzt nehmen eigentlich? Die mit dem Gummifisch und dem Pilger. Du willst die kleine nehmen, die feine? Ja. Die Kinderangel. Ja, die Kinderangel für die große. Wir nehmen die Kinderangeln. So, nun geht nochmal los. Jetzt fahren wir nochmal raus. Weil jetzt hält man das auch aus. Ich sehe auch immer die gleiche Qualle. Was? Du siehst immer die gleiche Qualle? Ja. Glaubst du, die schwimmt hinterher? Ja, ich sehe immer eine Qualle, die so groß ist. Was? Die ganze Zeit schon. Das ist immer nur die eine. Allein schon. Ich habe übrigens schon einen Fisch gefangen. Hat aber keiner gefilmt. Guck mal, meine Köder haben. Das war die Qualle. Die hat, ja, die mit den Tentakeln hat die einfach gesagt, ich mache jetzt noch einen Knoten rein. Das war die Qualle, ist doch klar. Ja. Sieht man doch. Safe. Die hat da drin rumgesabbert. Die hat, nee. Schnodder. Müsst ihr alle auf meiner Seite angeln jetzt? Du angelst auf unserer Seite, hallo. Geh auf deine Seite rüber. Das ist Janik und meine Seite. Ich komme nicht auf den Grund hier. Ich kenne einen, der hat damals immer gesagt, ich finde das ungerecht, dass die am Echolot sitzen, immer mehr fangen. Ich möchte auch mal sitzen. Er macht das nicht. Ist er weg.
ist er weitergeschwommen. Du bist sozusagen nicht verführerisch genug. Oh. Oh, halt, stopp! Da war er. Nee, jetzt ist er schon wieder weg. Er ist weg. Ernsthaft? Nee, der ist da. Nein, er ist da. Er tanzt. Samba, die ganze Nacht. Du brauchst ja nicht jetzt den Kopf abreißen, ey. Und die Möwe, ne? Dann mal ganz kurz was machen. Oh, das ist aber tight. Gut, stramm. Für kleinen Butt ist das richtig eingestellt. Okay. Ja. Oh. Jo! Oh, der sieht aber. Oha! Wie hat er den denn gedingst? Noch nicht ganz. Oh, der geht aber nicht mehr ab. Ey! Der ist gar nicht mal so leicht! Alter, geil, Petri! Schönes Ding! Großartig! Nice! Frage: Pilker oder Gummi? Pilker, oh Mann! Ey. Ernsthaft? Nein, am Auge gehakt! Oh. Das ist doch scheiße. Das ist tatsächlich scheiße. Das schneiden wir raus. Ja, das schneiden wir auf jeden Fall. Das Auge. Du bist auch echt ein Depp.